Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pizza Connection. Ein weiterer Tag in dem Retro-Game Pizza Connection aus dem Jahre 1994. Ja, und die Folge beginnt mit einer Meldung unserer Köchin. Man sieht hier schön B&E, also unsere Firma, billig und ekelhaft in der Filiale Nummer 1. Guten Morgen, Chef. Ich konnte erst jetzt kommen, weil mein Hamster ausgebrochen war. Soll nicht wieder vorkommen. Somit hat die gute alte Köchin, die Trude, ein bisschen Verspätung bei uns in der Filiale ist natürlich schlecht, aber ich habe es ja schon bereits vorangekündigt, dass das durchaus mal vorkommen kann. Jetzt können wir reagieren. Entweder, dass wir sagen, okay, passt schon, ist in Ordnung, oder jetzt zack, ab an die Arbeit, oder aber blöde Ausrede, interessiert mich nicht. Ich sag mal, ja gut, ist die Frage, ja, lassen wir es mal durchgehen. Am ersten Arbeitstag ist natürlich übel, ne, wenn sowas passiert. Ja, komm, sind wir mal gnädig, sagen wir, ist okay. So. Wir sind echt in Ordnung, Chef. Ja, okay, aber lasst das bloß nicht einreißen, weil so geht's ja nicht. So, wir haben hier unsere Filiale beim letzten Mal ja eröffnet. Aktuell zwar noch kein Publikum vorhanden, aber ich hoffe, das geht sich bald aus. In der Küche ist natürlich auch wenig Betrieb. Wenn nichts los ist, ist klar, dann gibt's auch wenig zu tun. Wir haben beim letzten Mal ja auch schon mal eingekauft. Hier ein bisschen Waren sind auf Lager, zumindest im Bereich Gemüse, Obst und Käse sowie Gewürze. So, und hatten hier irgendwas gesehen? Genau, wir haben insgesamt 390 Kilogramm an Zutaten in unserem Vorratslager, entspricht einem Wert von 1134 D-Mark. So, die Preiskarte, die Speisekarte haben wir auch. Wir haben aktuell drei Pizzen am Start. Das sind die Standardpizzen aus dem Handbuch, jeweils für 9 Euro im Angebot. Gut, ich würde sagen, nutzen wir die Zeit, wenn noch wenig los ist, und machen mal eine weitere Pizza, und zwar würde ich sagen, diesmal die Pizza Andrea Doria. So, die habe ich nämlich hier auch in meinem schönen schlauen Handbuch, würde ich sagen, dann greifen wir gleich mal an. Wir brauchen 260 Gramm Tomaten, also 13 Scheiben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 wird hoffentlich passen. Dann brauchen wir Oliven. Haben wir ja bereits auch schon auf der anderen Pizza verwendet. So. Ach Gott, das ist alles so klein in diesem Handbuch. Man sieht es gar nicht richtig, aber gut, es wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich mal. So, dann brauchen wir hier noch welche. Da kommt jetzt dann auch gleich noch Fisch drauf. Und zwar Sardellen, also unser erster. Also unsere erste Zutat hier aus der zweiten Rubrik, Sardelle, da haben wir sie auch schon. So, tja, wie rum sieht, mein Gott, wie rum ist das jetzt? Ist die Frage, ne? Ist das wichtig von der Ausrichtung her? Ich hoffe es mal nicht, ich klappe es jetzt einfach mal irgendwie so drauf. So kommt es in etwa hin. So, das waren jetzt 400 Gramm, ne? Okay, wir brauchen aber 420. So, das sind 5 Gramm, genau, das passt so. Und die sind hier noch irgendwie in der Mitte platziert. Eieiei, das ist ein bisschen eine Fummelei, aber wird sich schon ausgehen. So, dann brauchen wir Salbei. Hier einmal in der Mitte angeordnet, das sind 16 Gramm. Also insgesamt 260 Tomaten, 50 Oliven, passt. 420 Sardellen und 16 Salbei. So, jetzt fehlt natürlich noch ein bisschen was. Und zwar fehlen Zwiebeln, Knoblauch und Mozzarella. Eieiei, Zwiebeln dürfte hier sein. Genau, das ist Knoblauch. Moment, Zwiebeln. Und zwar brauchen wir hier Zwiebelringe. Insgesamt 60 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5, die sind, okay, die sind an der Seite. 3, 4, 5, 6. Gut, das Gezwiebel wäre erledigt. Knoblauch, 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 da ist er. 40 Gramm. Das kommt hier in der Mitte drauf. Ist ja auch schön angerichtet. Naja, ich glaube, mir wird das zu viel, aber muss jeder für sich rausfinden. So, Knoblauch, passt. Dann braucht man noch Mozzarella, 45 Gramm. Mozzarella ist ja aktuell im Trend. Also wird hoffentlich das Problem mit den Tomaten etwas nivellieren, mal schauen. So, nicht Knoblauch, sondern Mozzarella. Also 9 mal Mozzarella. Ja, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
45, genau. Wie kommt's an? Bei den Angestellten sehr gut, bei den Arbeitern sehr gut, die Senioren und Geschäftsleute sind auch begeistert. Und ist auch richtig teuer, das Ding, ja klar, war dann wahrscheinlich, weil die Sardellen ein bisschen reinhauen. Ja, dann würde ich sagen, geben wir dieses Rezept ebenfalls ab zur Bewertung. Unsere Jury scheint zufrieden. Sehr schön. Pizza Nummer 4 bei uns am Start. Ich denke, das sollte dann auch für den Kopierschutz ausreichend sein. Machen wir ebenfalls 9 Mark. Und müssen dann natürlich nochmal ein bisschen einkaufen gehen, weil wir ja hier jetzt Zutaten verwendet haben, die wir aktuell noch auf keiner Pizza hatten. Somit müssen wir hier nachträglich kaufen. So, die Vorräte reichen nicht aus, um die Nachfrage zu befriedigen. Es ist Tagesende, das Energieende unseres Charakters ist mal wieder erreicht. Wir waren zu 61% lieferfähig, haben 8 Pizzen verkauft, hatten 13 Bestellungen. Naja, man merkt schon, aller Anfang ist schwer, ne? Aber gut, das war jetzt der erste Tag der Eröffnung. Ich hoffe, wir können es jetzt am zweiten Tag etwas besser machen. Also gleich mal hier eingekauft. Die gute alte Sardelle. Ja, wo kaufen wir sie denn? Hier kostet sie 4,08 Euro bei 33 Qualität. Hier kostet sie ein bisschen mehr. Und was kostet sie da? Alt und pappig. Oh. Oh, da sieht man zum Beispiel, hier kostet die Sardelle 4,08 Euro. 33% Qualität oder 33 Qualität. Und hier haben wir nur 29 Qualität und ist aber teurer, ne? Also das habe ich beim letzten Mal gemeint mit, man muss ab und zu auch die Preise vergleichen. So, dann nehmen wir mal, ja ebenfalls, das ist aber teuer, ey, komm, das geht gar nicht. Nehmen wir mal für 20 Tage, muss ja reichen, ist eine neue Pizza, wird sich schon ausgehen, was jetzt hier gekostet, auf jeden Fall mehr, okay, passt. Also haben wir gut eingekauft, denke ich. Ja, und dann brauchen wir natürlich hier den Salbei auch noch. 5,68 Euro. Ist auch teuer, ne? Nicht unbedingt gerade billig. Hier wäre es noch teurer gewesen. Ach, je, na, es war, glaube ich, doch gut, dass wir das so eingekauft haben. So, dann haben wir jetzt auch schon Kundschaft im Laden. Genau hier, einer sitzt am Tisch. Den können wir ansprechen. Naja, der Laden hier ist nicht so mein Geschmack. Vermutlich meint er die Einrichtung. Könnte ich mal zumindest denken. Halt, da ist gerade der Kellner gekommen, oder? Ah, okay, die Animation ist schon vorbei. So, schauen wir uns mal kurz die Beliebtheit bei der Einrichtung an, hier in unserer Filiale Nummer 1. Diese Senioren finden es nicht wirklich prickelnd, ja, okay, kann ich verstehen. Beim Rest ist es so, ja, durchschnittlich, gut, die Jugend findet es okay. So über 30, der Spitzenwert, und die anderen sehen so, naja, geht so, aber übernachten würden sie hier wohl nicht, definitiv nicht. Nee, aber zumindest zum Pizza-Essen soll es reichen. Man sieht hier jetzt auch schon rechts, man hat eine Wartezeit von 17 Minuten. Die Gäste bleiben 26 Minuten danach noch da. Wir haben den Marktanteil von 1%, ja Hut ab. Und insgesamt 4 Pizzen im Angebot zu einer Qualität von 29. Ja, das ist nicht viel, aber gut, mal wie schon gesagt. So, dann sind wir hier in der Statistik von unserer Filiale Nummer 1. Hier ist das, hier sind die Bestellungen, hier ist die Auslastung der Öfen, hier ist quasi der Service, soweit ich mich erinnern kann, und hier das Geld, was fließt, der Produktionsablauf, Kapazität. Also diese Kapazität hätten wir an Platzmöglichkeiten, hier die Vorräte, hier sehen wir die Kapazität vom Koch, hier unsere Ofenkapazität und hier natürlich der Service. Heißt also, wir hätten momentan oder haben momentan mehr Sitzplätze als Koch, Ofen und Service leisten kann, aber die Nachfrage ist natürlich noch deutlich geringer. So, hier sehen wir die Beliebtheit beim Publikum. Da passiert wohl noch gar nichts. Hier sind unsere Einnahmen und Ausgaben. Haben wir heute leider nur Ausgaben bis dato. Und hier sehen wir die Produktion, beziehungsweise den Einfluss auf die Produktion. Das dürfte die Werbung sein. Das ist wohl die Speisekarte. Das ist der Preis. Naja, und hier die Qualität. Die Zutaten. Der Koch vermutlich, hier die Verschmutzung, weil man kann ja auch die Gegner sabotieren und ihnen mal so eine Kakerlake ins Restaurant reinbringen. Hier die Ofenqualität. Ja, also ist okay, denke ich mal. So für einen Anfänger wie uns ist das mehr als in Ordnung. So, schön. Was macht die Konkurrenz? Wir haben ja beim letzten Mal auch festgestellt, wir haben einen kleinen Konkurrenten hier am Start. Beziehungsweise wo genau war er? Hier war er. Schauen wir bei dir mal kurz rein. So, da sitzen schon 2. Haben aber auch noch nichts zu essen. Naja, okay. Also zumindest tut er sich wohl genauso schwer wie wir. So, Angebot 4, Publikum 14. Also es ist ein bisschen mehr geworden. Zumindest von der Zahl her. Man sieht es hier nicht wirklich spürbar.
Das ist schade. Wie sieht's denn mit den Vorräten aus? Okay, bei den Tomaten merkt man jetzt schon, dass der Vorrat nicht mehr 30 Tage hält, sondern nur noch 6. Das ist einfach, weil man ja am Anfang nicht den Verbrauch wusste. Und jetzt hat man ungefähr ein, ja, jetzt kann man es ungefähr einschätzen, ne, circa. Und da sieht man, okay, 6 Tage würde es reichen. Und dann müssen wir nachbestellen. Dann reicht es halt nicht mehr. So, hier haben wir auch noch keine validen Werte, deswegen muss man immer mal abwarten, wie sich's verhält. So, kurzer Blick in die Zeitung. Ananas ist nicht gefragt. Gut, Ananas ist natürlich insofern schlecht, weil wir Ananas bei uns am Start haben auf der Pizza Exotica. Das ist nicht schön. Was gibt's hier Neues? Nicht wirklich was. Immobilienpreise sind fallend. Ich hoffe, dann geht auch die Miete etwas zurück. Würde uns ja entgegenkommen. Inflation und Konjunktur sind stabil. Der Geschmack hat sich aktuell noch nicht verändert, weil der Geschmack kann sich im Laufe des Spiels auch verändern. Das ist wichtig zu wissen. So, hier bei den Pizza-Charts sind wir natürlich auch noch nicht mit dabei am Start. Der letzte Schrei. Mozzarella, Radieschen, Stachelbeere, Tomaten out, Himbeer out, Wurst und Hummer ebenfalls. Bei den Tomaten, das merkt man natürlich spürbar, ne? Wir haben ja relativ viele Tomaten bei uns, den Umsatz, da merkt man auch noch nichts hier auf der Grafik. Und die Marktanteile, ja, das denke ich, da sind wir ein bisschen zu spät oder zu früh dran, also da brauchen wir jetzt auch noch nicht schauen. So, wie geht's eigentlich unserem Charakter? Hier vom Rang her hat sich nichts verändert. Wie sieht der Energiewert aus? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Okay, Energie ist 70, Gesundheit 50 nach wie vor. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht über die Stränge schlagen. So, Werbung haben wir noch am Laufen, ne? Genau, also wir haben noch diese Handzettelaktion. Jeden Tag 500 Handzettel für 250 D-Mark. Ist okay. So, das ist jetzt schon der nächste. Man kommt sich ja vor wie in einer Bahnhofswartehalle. So billig ist die Einrichtung bei Ihnen. Ja, mei, ne? Was erwartest du? Was erwartest du, dass wir uns hier in horrende Unkosten stürzen? Ich glaub's ja gleich gar nicht. Dann nochmal ein kurzer Blick auf die Zahlen. Nee, ach, das ist echt ärgerlich. Tagesabrechnung. Das war gestern. Ja, ich bin mal echt gespannt, wie es heute aussieht. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal durch. Wir machen hier mit diesem Knopf einfach Feierabend vorzeitig. Okay, wir hatten heute eine Lieferfähigkeit von 100%. Haben den Gewinn gemacht von 540 Mark. Nicht schlecht. Das ist ja prima. Hatten aber auch einige Ausgaben. Naja. So. Nächster Tag hier in Berlin in Marzahn, Filiale Nummer 1. Wie schaut's aus? 9 Uhr. Also man kann, muss ich vielleicht auch noch darauf eingehen, man kann den Tagesbeginn, den Start hier auch vor- oder nachverlegen. Das geht alles, nee, nachverlegen nicht, aber vorverlegen zumindest. Bedeutet natürlich, das geht alles zu Lasten von unserer Energie, ist also auf Dauer nicht gesund. Kann man mal machen, wenn man die eine oder andere Verpflichtung hat, die vielleicht ein etwas früheres Aufstehen eines früheren Aufstehens bedarf, ne? Wie zum Beispiel, wenn man für die Unterwelt irgendeinen schwindligen Job macht, was wir mit Sicherheit auch noch machen werden, aber aktuell noch nicht so. Der Kollege hat gerade gegessen und verlässt jetzt unser Lokal. Wie geht's dir? Aha, der sagt, ist gar nicht so schlimm. Okay, man kann sich an diesen Raum gewöhnen, wenn man will. Ja, man muss nicht. Wie sieht's mit unseren Vorräten aus? Ah, Tomaten sind schon knapp an der Grenze. Man muss ein bisschen mehr einkaufen. Jetzt merkt man schon, wir kaufen jetzt so 70 Stück und dann reicht's gerade mal für 4 Tage. Also das sind dann schon andere Werte, ne? Wie am Anfang muss man einfach regelmäßig ein Auge drauf haben. So, jetzt kommt unser Service-Fritze zu spät. Entschuldigung fürs zu spät kommen. Mein Wecker hat heute erstaunlicherweise nicht geklingelt. Na gut, ist okay. Schauen wir uns unser Personal mal kurz an. Tante Trude. Zuverlässigkeit 80. Ja, ist natürlich. Es überrascht mich jetzt dann doch, ne, dass die so, ja, so geschlampert ist, sage ich mal vorsichtig. Und der Thorsten Torwalz. Ja, ist auch zuverlässig, aber ja, vielleicht liegt es an der Motivation. Kann das sein? Was ist denn das? 165? Ach so, okay. Er bringt nämlich ursprünglich 207, aber gut, nachdem er zu spät kam, wahrscheinlich heute nur 165. Ja gut, ein Gehalt zu hören kriegt ihr von mir nicht dafür, dass ihr zu spät gekommen seid. Könnt ihr vergessen. Außerdem haben wir noch zu wenig Umsatz. Aber jetzt sehen wir schon, die Bestellungen nehmen zu. Der Ofen ist einigermaßen gut ausgelastet. Da geht natürlich noch mehr. Ein bisschen Geld fließt auch. Sehr schön. Auf der
Ja, gut, auf unsere Tagesbilanz, Einnahmen 72, Ausgaben 423, das waren natürlich die Tomaten, die wir gekauft haben. Ja, und die Beliebtheit, ja, okay, ist in Ordnung. Kann man hier eigentlich noch ein bisschen was reinstellen, dekorationstechnisch vielleicht? Oh, das ist teuer. Nee, mag ich nicht. Ali-Automaten, Kondomautomat, Zigarettenautomat, Telefon, ja. Ja. Jugendliche, Angestellte und Arbeiter haben wir, ne? Ja, komm. Geht dann schon. So, ah, okay, das Restaurant ist geschlossen in der Zeit, wo wir hier umbauen. So, jetzt stellen wir es hin. Jetzt können sie wieder aufmachen. Genau, jetzt ist wieder auf. Und jetzt sitzen auch schon mehr Leute bei uns hier. So. An die Einrichtung kann man sich gewöhnen. Gut, was sagst du? Der Laden hier ist nicht so mein Geschmack. Ja, mein Gott. Oh, okay, und die ist unsere Pizza Margarita und sagt, das Teil ist echt mal abgestanden. Ich würde es jetzt nicht als Lob interpretieren, ganz im Gegenteil. Okay. Zutaten sind aber nach wie vor vorhanden. Da haben wir also keinen Stress. Und Personal. Achso, ist klar, der hat ja immer noch den gleichen Wert wie zuvor. Was sagt denn die Zeitung? Okay, mal wieder die antike Hightech, dass in Ägypten dieser antike Walkman gefunden wurde mit der Musik von Elvis Presley, einem Außerirdischen, ja, sehr verdächtig. Alles klar. So, da hat sich nichts geändert. Hier kam was Neues dazu, oder? Die Salami ist neu auf unserer Trendliste, also Salami momentan gefragt. Ja, würde ich doch sagen, da sollten wir vielleicht mal die nächste Pizza in Richtung Salami machen. Und dann wäre es. Ja, vermutlich mit, oder wäre es zumindest ein bisschen attraktiver. An euch eine Information, falls ihr Lust habt, eine Pizza zu kreieren und zu sagen, ja Mensch, komm, macht das doch mal so und so und packt da von mir aus noch diese und jene Zutat drauf. Ihr könnt gerne Vorschläge machen. Ihr postet quasi die Menge an Zutaten, die ihr drauf tun würdet und ich würde die dann, wenn sie mir taugt, hier direkt bei unserer Firma B&E, billig und ekelhaft, nachbacken. Also immer schön in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Ideen und Anregungen habt und ich setze die dann natürlich im Spiel um. Ist also gar kein Problem. Ich freue mich da über Kommentare, wenn da von euch was kommt, jederzeit. So, was haben wir hier? Ich esse gerade Pizza Margherita, so hätte ich Ihnen diese Pizza auch noch zusammenschustern können. Dazu gehört nicht viel, ja, das stimmt, da ist auch nicht viel drauf. So, er isst gerade die neue Pizza Andrea Doria, ist gar nicht so übel das Ding. Und der gewöhnt sich an die Einrichtung. Okay, prima. Also es scheint vorwärts zu gehen. Wir haben zwar immer noch Popularität von minus 10. Vielleicht ändert sich das noch irgendwann. Die Pizzaqualität ist hier konstant bei 32. Ist in Ordnung. Aber hey, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal wieder einen Schnitt. Ich sage an euch wie immer danke fürs Zuschauen. Freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge hier bei Pizza Connection. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.